2002 erarbeitete Dr. Winky zusammen mit Mares die neueste Weiterentwicklung des RGBM-Algorithmus, in dem auch die jüngsten Forschungen aus diesem Bereich berücksichtigt werden. Damit war der RGBM-Mares-Winky-Algorithmus geboren. Der Mares-Winky-Algorithmus ist bei mehrtägigem Wiederholungstauchen einfach unentbehrlich. Zudem nimmt der Algorithmus mit Hilfe statistischer Analysen Datenkorrelationen für Blasenkorrekturfaktoren vor. Der Mares-Winky-Algorithmus gibt als erster tiefe Dekompressionsstops vor und erhöht dadurch die Möglichkeit, dass Mikroblasen eliminiert werden können. Was sind Mikroblasen überhaupt? Sie können anhand einiger einfacher Beispiele erklärt werden. Trifft Wasser in einem Fluss auf ein Hindernis oder eine unebene Fläche, bilden sich Gasblasen. Der Blutstrom im menschlichen Körper kann mit dem Wasser eines Flusses verglichen werden. Die Wände der Blutgefäße und die Oberflächen der Gewebe weisen kleine unebene Stellen und gewundene Einbuchtungen auf, in denen sich ein gasförmiger Mikroblasenkern bilden kann. Im Grunde eine Art Saatkorn, aus dem sich eine Mikroblase entwickeln kann. Die Mikroblasen neigen dazu, sich aneinander zu heften und eine größere Blase zu bilden, die dann noch weiter wächst, indem sie das bereits in Blut und Gefäßen gelöste Gas aufnimmt und sich entsprechend dem Boyle-Mariotschen Gesetz beim Aufstieg ausdehnt. Wächst die Blase noch weiter, kann sie groß genug werden, um ein Blutgefäß zu blockieren. Dadurch entsteht eine Ischämie, das heißt ein verminderter Blutfluss in einem Gefäß, von dem Gewebe und Organe versorgt und die durch die mangelnde Sauerstoffversorgung geschädigt werden können. Oder die Blasen entstehen direkt in den Geweben und drücken, wenn sie sich ausdehnen, auf Nerven. Der mechanisch störende Druck auf die Nerven löst Schmerzen und Schädigungen aus. In beiden Fällen kann ein ernstes Problem entstehen und es entwickeln sich die Symptome einer Dekompressionskrankheit. Sehen wir uns nun das Phänomen Mikroblasen genauer an. Zur Erinnerung, die Gewebespannung ist definiert als der Druck eines Gases in einem Gewebe. Der Druckgradient ist die Differenz zwischen zwei Drücken. Detailliertere Informationen finden Sie in den technischen Untermenüs. An der Grenze der Blase zu den umgebenden Geweben bildet eine Lage Gasmoleküle eine dünne Grenzschicht, die als Oberflächenspannung bezeichnet wird. Dieses physikalische Phänomen ermöglicht es Mücken, auf dem Wasser zu gehen, ohne zu versinken oder einer Nadel auf einer Flüssigkeit zu schwimmen. Die Oberflächenspannung ist eine Art elastisches Netz, eine Membran, die die Grenze zwischen Gas und Flüssigkeit darstellt. Die Widerstandsfähigkeit dieser Membran führt dazu, dass der Druck im Inneren der Blase höher ist als der Umgebungsdruck. Ist der Gasdruck in der Blase höher als die Gewebespannung, wandern die Gasmoleküle aus der Blase zum Gewebe, so dass sich die Blase verkleinert. Im umgekehrten Fall nimmt die Blase weiter an Größe zu. Nach einem physikalischen Gesetz über Blasen, Laplace-Gesetz, gilt, je kleiner die Blase ist, desto größer ist die Druckdifferenz zur Umgebung. Nach dem von Laplace gefundenen Gesetz verhält sich die Druckdifferenz Delta P umgekehrt proportional zum Blasenradius. Zum Beispiel herrscht in einer Blase mit einem Radius von 4000stel Millimetern ein Druck, der um ein gutes halbes Bar höher liegt als der Umgebungsdruck. Diese Druckdifferenz schafft eine Situation, in der die Gasmoleküle sehr schnell aus der Blase zum Gewebe strömen. Die Blase schrumpft und die Druckdifferenz wird noch höher. Unter diesen Bedingungen löst sich die Blase meist auf. Es ergibt sich daher von selbst, dass es ideal ist, die Blasen so klein wie möglich zu halten. Dann ist die Druckdifferenz höher und mit ihr die Geschwindigkeit, mit der Gas aus der Blase zum Gewebe gelangt. Um Bedingungen zu schaffen, in denen das meiste im Körper frei vorhandene Gas, also die Blasen, so schnell wie möglich ins Blut gelangt und Teil des gelösten Gases wird, muss eine beträchtliche Differenz zwischen dem Druck im Innern der Blase und der Gewebespannung erreicht werden.
Damit die Blasen nicht zu groß werden, muss also der Aufstieg verlangsamt werden. Aber um die Blasen ausreichend klein zu halten, muss länger auf Tiefe geblieben werden. Das ist der Ursprung des Tiefenstopps. Dekompressionsstopps auf größeren Tiefen als üblich. Betrachten wir uns ein reales Beispiel. Bei einem Tauchgang mit einer Maximaltiefe von 50 Metern, 164 Fuß, hätten wir einen Tiefenstopp von einer Minute auf einer Tiefe von etwa 22 Meter, 72,2 Fuß. Lassen Sie uns die wesentlichen Merkmale der Dekompressionsmodelle aus der Zeit vor dem RGBM-Algorithmus zusammenfassen. Auf dem Modell der gelösten Gasmenge beruhende Dekompressionen gingen davon aus, dass der Gasaustausch einzig vom lokalen Gradienten bestimmt wird. Ein höherer lokaler Gradient entspricht einem größeren Gasaustausch, wobei in jedem Fall innerhalb der vom Haldanischen Prinzip gesetzten Parameter geblieben wird. In der Praxis geschah das, indem man den Taucher direkt in Oberflächennähe brachte. Bei diesem Modell blieb aber das mit dem Vorhandensein von Blasenkernen zusammenhängende Phänomen unberücksichtigt. Tatsächlich kann man davon ausgehen, dass im menschlichen Körper etwa 90% des vorhandenen Gases in den Geweben gelöst sind und die restlichen 10% in Form von Blasen vorliegen. Die Untersuchung der Blasenmechanik ermöglicht es, ihre Zahl und Größe innerhalb vorgegebener Grenzen zu halten. Weitere, in der Erforschung der Mikroblasen verborgene Besonderheiten sind die Bedeutung der Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit. Der Beginn des Aufstiegs von Grund muss langsam sein, denn genau hier bilden sich die ersten Blasen. Dann mit 10 Metern pro Minute bis zu einem Tiefenstopp und dann mit 10 Metern pro Minute weiter zu den Dekompressionsstopps. Es wäre ratsam, schnell abzutauchen mit mindestens 20 Meter pro Minute, soweit das der Druckausgleich im Mittelohr und den Nebenhöhlen zulässt. Dadurch wird das Volumen der ohnehin bereits im Körper vorhandenen Blasen schnell verkleinert, ein Vorgang, der als Crushing bezeichnet wird. Betrachten wir nun die Unterschiede, wenn derselbe Tauchgang nach dem alten Modell der gelösten Gasmenge und nach dem neuen RGBM-Mares-Winkey-Algorithmus durchgeführt wird. Mit dem RGBM-Mares-Winkey-Algorithmus wird der Sicherheitsspielraum trotz annähernd gleicher Tauchgangsdauer deutlich vergrößert. RGBM-Mares-Winkey, der Algorithmus der Zukunft für mehr Tauchsicherheit.